Eigentlich bedeuten Pokale immer nicht viel. Ja? Nur wenn man dann hier durchläuft und das sieht, und es ist einfach eine sichtbare Erfolgsbilanz, die man hier vorweisen kann. Und deshalb stehen die auch bei den Mitarbeitern, die sie errungen haben. Das ist für die Mitarbeiter wichtig, ja, ist aber auch für jeden, der uns besucht, ein eindrückliches Erlebnis, dass man so viel Pokale gewinnen kann. What a finish! Bei Mercedes gab es mal einen Vorstandsbeschluss, der besagte, dass Motorsport nur extern gemacht werden muss. Und deshalb waren wir gezwungen, ja, oder Gott sei Dank gezwungen, sage ich mal, dass wir die HWA gründen konnten. Und es hat beinhaltet, dass wir praktisch das alles, was zum Motorsport gehörte, mitnehmen konnten. Ich denke, ob es die erste Meisterschaft ist, die wir in der DTM gewonnen haben, oder ob es die Magenweltmeisterschaft ist mit dem CLK GTR. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich auf jede stolz, weil jede war schwierig zu gewinnen. Uns ist nichts in den Schoß gefallen. Und deshalb, sag ich mal, ist für mich jede dieser Meisterschaften wichtig. Das ist eigentlich das Kapital der Firma, ja, dass wir hier Mitarbeiter haben, die heute noch in der Lage sind, einen Motor zu konstruieren, zu designen. Ja. Und dieses Wissen ist für mich ganz wichtig, dass wir das erhalten können. Das sieht sehr gut aus. Ja. Meine Vision ist, einen Betrieb zu schaffen, bei dem die Mitarbeiter gerne arbeiten, an tollen Projekten arbeiten, wo sie Spaß haben, dass wir die Struktur, so wie wir sie heute haben, wo einzelne Mitarbeiter große Projekte machen dürfen, dass das eigentlich ganz wichtig ist, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Ich wünsche allen Mitarbeitern, dass sie die Kraft und den Spaß, den sie in den vergangenen Jahren gehabt haben, dass sie die weiterträgt für die nächsten 25 Jahre.